Leute, wir sind zurück. Final Fantasy VII Remake Integrate. Und im letzten Part sind wir hier stehen geblieben bei der Kanalisation. Und ja, hier erwartet uns ein dicker Bosskampf. Der wird jetzt gleich losgehen. Wir gehen ins Spiel und... Oder was heißt, wir gehen ins Spiel? Wir sind ja schon im Spiel drin. Und ja, ich würde sagen, wir wecken die beiden auf. Gucken, was passiert. Let's go. Schauen wir, was uns erwartet. Los geht's. Wecken wir zuerst Tifa auf. Tifa? Cloud. Schnell, wir müssen nach Sektor 7. Ja. Jetzt ziehen wir Aeris mit rein. Sie wird das verstehen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ich habe sie gerettet. Dann sie mich. Dann ich wieder sie. Ist das eine Antwort? Warum kümmert ihr euch denn umeinander? Let's go! Bosskampf, Brudi! Gegen den Arco! So, als erstes analysieren wir den. Ein riesiges Monster, das von Don Corneo in der Kanalisation gehalten wird. Es ist viel intelligenter, als es erscheint und nutzt seine Umgebung zu seinem Vorteil, indem es beispielsweise mit Schmutzwasser angreift. Magieattacken füllen seine Schockleiste nur langsam, eiselementare Attacken füllen sie gar nicht. Okay, das heißt, mit Magie brauchen wir es hier gar nicht versuchen. Oh, das konnten wir nicht abwehren. Alles klar, ich bin vergiftet. Nee, linkes, rechtes Horn komme ich, glaube ich, gar nicht dran, ne? Nee. Oh, shit. Oh, ich habe schon massiv viel Leben verloren, ne? So, einmal bitte, Vitaga. Habe ich nicht irgendwas? Doch. Oh, meine Fresse. So, jetzt aber, schnell. Nice. So, komm, auf die Hörner jetzt. Das war's. Erstes Horn ist down. Jetzt liegt es an dir. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Zack. Kannst du überleben? Zack, dein Einsatz.
Na, was machst du jetzt, Brudi? Oh, oh. Oh, vorsichtig. Aber das finde ich schon, der geht auf jeden Fall schneller als das Höllenhaus. Nochmal, Impulshieb. Aua. Los geht's. Das wird so nicht. Ich zieh mal Stürze. Bin ich jetzt drin? Übernimm du. Jetzt erst recht. Überlass das mir. So, dann einmal... zu Cloud wechseln. Und nochmal, komm. Ich bin bereit. Wird er wieder? Shit. Wie sieht's mit Cloud aus? Sehr gut. Sehr gut, jetzt können wir zu Tifa. Und dann Ende mit Schrecken. Und dann sollte das das gewesen sein. Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter... Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern. Oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten. Nicht wahr? Hm. Ja. Na, tiefer! Na dann los! Anscheinend führt der Weg tatsächlich durch die Kanalisation. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Gehen wir als erstes dorthin. Alles klar. Okay, Leute, jetzt wird's richtig ätzend. Das ist tatsächlich eine der schlimmsten Parts in Final Fantasy VII Remake. Die Kanalisation haben sie so sehr gestreckt, dass es halt echt nicht mehr feierbar ist. Es ist halt richtig furchtbar.
Hier werden wir, ich hoffe, dass ich das in zwei Parts durchkriege, aber ich glaube, wir werden hier eine ziemlich lange Zeit drin verbringen. Und das ist eigentlich im Original nur 5 Minuten oder sowas, dann seid ihr hier raus. Und hier ist das halt wirklich unglaublich gestreckt worden. Oh, genau sowas. So, als erstes mal den Sahagin. Ein Exemplar höchst intelligenter Lebewesen, die in der Kanalisation ihre eigene Kultur und Sprache entwickelt haben, um menschliche Angreifer abzuwehren. Setzt es geschickt seine Waffe im Kampf ein. Feuer- und eiselementare Magieattacken füllen schnell seine Schockleiste. Physische Attacken hingegen füllen die Schockleiste nur langsam. Ich habe keine MP mehr, ne? Keine Chance. Oh, stimmt, ich hab vergessen, der kann ja sowas wie Sprung, Alter. Das war ein gutes Training. Na, da sagst du was. Dankeschön. Und hoch. Da geht's nicht lang. Oh, da habe ich jetzt schon so Bock drauf auf diese scheiß Kanalisation, was so lange dauert. Ich danke. Nice, dann das einmal aktivieren. Was habt ihr erwartet? Ihr seid in der scheiß Kanalisation, Alter. Natürlich stinkt das hier. Was denn sonst? Federhandschuh. Genau, jetzt sollten wir erstmal kurz diese Sachen machen. Alter Bruder, ist okay. Auf der anderen Seite ist auf jeden Fall ein Materia-Platz. Den nehmen wir für die, Waffe immer zuerst mit. Gut, Barretts erste Waffe, Gatling-Gewehr haben wir, jetzt Sturmgewehr. Hier kostet mich das genau 8. Hier kann ich mir jetzt eine aussuchen. Ich nehme physische Abwehr. Wenn überhaupt. Sehr gut. Ihr könnt euch das vorstellen, wie lange das jetzt dauert, wenn man das mit allen Waffen macht. Das ist halt absolut furchtbar. Alles daran ist schrecklich. Weil wir halt nicht zwischen den Waffen einfach wechseln können. Wir müssen immer aus dem Menü raus und dann ins nächste Schwert wechseln. Das ist... Hui! Das macht halt echt keinen Spaß, aber passt schon. Was ist das andere? Gut,
Dann hätten wir Cloud durch. Dann als nächstes... Oh, Alter. Ich hasse alles hier dran. Ich hasse es! So, dann haben wir Lederhandschuhe auch. Lass mich raten. Ja. So, mehr können wir leider nicht. Und dann nur noch Aerith und dann sind wir durch. Lass mich raten. Ja, es war klar. Okay, passt. Dann zurück. Und jetzt die Federhandschuhe, die Tifa ja auch gleich ausrüstet. Da schalten wir natürlich zuerst, wenn es uns möglich ist, Materiaplätze frei. Gibt aber nur einen. Und dann machen wir eh ab hier weiter. Sehr gut. Wir haben nur noch Aerith. Oh, Aerith hat auch schon einen neuen Stab. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ging schneller, als ich das erwartet habe. Den Magiestab. Wo habe ich den da? Ach so, den habe ich im Turnier gewonnen. Ich bin ein richtiger Mongo. Okay, sehr gut. Damit sind wir mit den Waffen durch und jetzt können wir erstmal ausrüsten. Was ist hier die Fähigkeit auf Hochtouren? Ah, Offensivmagie. Hat Tifa denn was an Offensivmagie drin? Ja, Frost. Frost, Gewitter und Heilen. Okay. Ah, okay. Einfach nur Magie einsetzen. Gut, das war's erstmal mit dem Ausrüsten. Denke ich. Dann geht's weiter. Dann kümmern wir uns zuerst darum, dass wir für Tifa und Aerith die Fähigkeiten freischalten, wenn wir schon hier jetzt in dieser dämlichen Kanalisation sind. Mal gucken, was passiert, wenn ich das drücke. Ich bin jetzt ehrlich, ne? Ich habe
absolut keinen Plan, was der Scheiß bringen soll. Naja. Also ich habe halt keinen Plan, warum man das wieder zumachen sollte. Weil jetzt haben wir ja keinen Rüberweg mehr. Deswegen einfach nochmal wieder öffnen. So, dann mal los. Geil, wir können uns ja ausruhen. Wir haben, glaube ich, eh kaum Geld, ne? Waffen sind keine da. Nur ein paar Reifen, die uns aber nichts bringen. Accessoires? Nee. Materia? Auch nicht. Gut, wir sind endlich wieder voll geheilt, Alter. Ich möchte aber gerne... Aerith hat zwar Wiederbeleben, aber sie hat zum Beispiel Heilen nicht. Ich bräuchte... Ich hätte gerne eine Heilmateria noch. Nee, dann lassen wir das erstmal stecken. Dann gehen wir weiter. So, hier war leider gar nichts. Die Raten sind leider zu schwach. Die Raten sind leider zu schwach, als dass wir hier irgendwie was aufladen können. Klingt blöde, ist leider so. Das könnte leichter werden jetzt. Schade. Oh ja. Ich habe vergessen, die Kaiserkrabbe zu analysieren. Na, shit. Dumm gelaufen. Hier brauche ich Corneos Schlüssel, ne? Ja. Den kriege ich erst später. Nein. Wollen wir durch? Dunkel. Augen zu und durch. Du, Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Ich meine, es kann ihnen doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Ja, nee, das glaube ich nicht. Die Frage ist eher, warum sollte Corneo lügen? Das und warum sollte er sich sowas ausdenken? Das sollte eher die Frage sein. Boah, ist wirklich stockfinster, ne? Ich kann gar nichts sehen, Alter.
Hier hätte ich jetzt gerne noch Raytracing gehabt, aber ist okay. Scheint ein Stromgenerator zu sein. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn er noch funktioniert. Na dann. So, mehr ist hier aber nicht drin. So sieht's aus. Dann gehen wir jetzt mal. Fällt mir im Traum nicht ein. So, jetzt erstmal die Analyse. Ein überdimensionales Krustentier, das in der Kanalisation lebt. Es ernährt sich von Leichen, die in sein Habitat gespült werden, und greift Eindringlinge mit seinen riesigen Scheren an. Eiselementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Nicht übertreiben. Aua. Das war ja nun wirklich fucking gar nichts, ne? So, diesmal brauchten wir uns nämlich nicht alle heilen. Das wäre schwachsinnig gewesen. Okay, gibt's hier was zu holen? Ja, gibt es. Schlüssel für den Hauptabwasserkanal. Dann lasst uns mal kurz zurückgehen. Nice! Sehr gut, weiter so. Damit habe ich den Geschicklichkeitsbonus von Tifa abkassiert, aber ich bin hier wegen was anderem gerade. Nee, gut. Der Schlüssel für den Hauptabwasserkanal ist für was anderes gedacht. Dann hoch. So, dann wieder den normalen Weg zurück. Da waren wir drin. Ne, hier waren wir drin. Dann hier lang. Ah, dafür brauchen wir den. Okay. Lasst mich doch durch. Getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen.
Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. Das ist jetzt nun nicht unbedingt schwer, Alter. Lol. Gut, Leute, ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Ich hoffe, wir kommen dann schon durch die Kanalisation. Das wäre ganz schön. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Final Fantasy Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!